Guten Tag, liebe Leute. Nach langer, langer Zeit endlich mal wieder ein Video. Ja, ich habe halt die ganze Zeit überlegt, was ich machen könnte. Und dann habe ich mir gedacht, weil ja in NRW die Schule bald wieder beginnt. Aber ich zeige euch einfach mal das, was so in meiner Tasche ist, wenn ich back to school gehe. Und für mich back to school bedeutet back zur Universität. Let's go! Also das erste, was ich tue, ist natürlich einen Rucksack aussuchen, den ich mit zur Uni nehme. Den Rucksack, den ich seit dem letzten Semester benutze, ist dieser hier. Den habe ich schon ein paar Jährchen, aber ich habe erst letztes Semester wieder entdeckt, wie funktional der ist. Und zwar ist es hier ein Pennyboard Backpack in schwarz. Ich zeige euch gleich mal seine ganzen Fächer und wie viel da eigentlich reinpasst. Den nehme ich auch gerne mit, wenn ich irgendwie ja so einen Tagestrip oder einen Wochenendtrip habe, weil da passen auch ganz viele Klamotten und sowas rein. Ich zeige euch mal, was da so drin ist und wie ich ihn so verpacke. Falls ihr fragt, warum ein Pennyboard-Rucksack? Because I have a Pennyboard too! See that? Ja, deswegen habe ich den eigentlich. Aber jetzt benutze ich den halt für die Uni, because er ist very big. So, willkommen zurück zu mir. Nein. So, jetzt habe ich mal hier alles schön auf den Tisch ausgestellt. Ich zeige euch jetzt erstmal, was so eigentlich in meinem Rucksack noch drin ist. Seit den Ferien habe ich nicht mehr reingeguckt, um ehrlich zu sein. Deswegen packe ich den jetzt mal aus. Dann zeige ich euch die Fächer und dann zeige ich euch die einzelnen Sachen, die ich da rein tue, wenn ich zur Uni gehe. Let's do it. Okay. Also, ihr seht, an den Seiten hat man hier so Netztaschen und da stopfe ich eigentlich so Sachen rein, die auch verloren gehen können. Zum Beispiel Taschentücher eben. Oder manchmal auch so Kotbeutel, wenn ich mit dem Hund unterwegs bin. You never know. Und eigentlich auf der Seite habe ich normalerweise immer einen kleinen Regenschirm. So, dann hat man hier ein großes Hauptfach. Und da sehe ich schon Müll. Dann habe ich hier eine Gesichtscreme mit dabei. Taschentücher. Hier habe ich dann noch eine Brille, die können wir mal gleich auspacken. Dann habe ich hier Mensakarte und Schlüssel für die Arbeit. Es fühlt sich auf jeden Fall an, als wären da viele Sachen. Und wie ihr sehen könnt, habe ich super viele Fächer. Deswegen, wenn man diesen Rucksack auspackt, muss man auch richtig gründlich sein. Fangen wir jetzt doch mal mit den verschiedenen Fächern dieses Rucksacks an. Also ich finde den super praktisch, weil da super viel reinpasst und man super viele Fächer hat. Das heißt, man kann da super organisiert sein mit seinem ganzen Kram. Aber man muss auch vorsichtig sein, weil wenn man in zu vielen Fächern seine Sachen versteckt, kann es auch sein, dass wenn man die Tasche wechseln möchte, dass man da wichtige Dinge vergessen könnte. Als erstes bei diesem Penny-Rucksack hat man am Rückenbereich so ein Fach, wo man auch Platz hat für... Guck, da habe ich schon wieder was vergessen, Leute. See that! Another thing! So, hat man hier auch nochmal so ein Fach für ein iPad oder man könnte im Prinzip in diesem ganzen Rückenbereich auch einen Laptop reinstecken. Und zwar ist meiner hier ein 13 Zoller. Passt nämlich auch ganz gut. Und weil das ja in diesem Rückenbereich ist, kommt da auch keiner so schnell ran. So, das Einzige, was ich an diesem Rucksack nicht so gern mag, sind die Träger. Weil auf Dauer tut das schon ein bisschen weh. So, im Hauptfach hat man dann noch einen Schlitz für den Laptop. Da stecke ich auch meistens meinen Laptop rein. Und weil der hier schon so gepolstert ist und mein Laptop auch schon so eine Hülle hat, stecke ich den eigentlich auch schon direkt so rein. Zack, und mache den so zu. Hier hinten in dem Rückenbereich stecke ich meistens so Sachen rein, die nicht so schnell zerknittert werden sollen. Und zwar, wie ihr vorhin gesehen habt, habe ich hier so eine Hülle mit so losen Papierblättern oder irgendwelchen Zetteln, die ich irgendwie bekomme. Und die stecke ich meistens hier rein, die brauche ich nicht drauf. Und dann habe ich meistens noch eine Festplatte dabei für irgendwelche Dateien, die groß sind. Oder falls ich irgendwie Videos an der Uni noch schneiden möchte, habe ich die dann dabei. Die stecke ich dann in dieses iPad-Fach. Dann nehme ich meistens für die Uni auch noch so eine Plastikmappe mit. Die stecke ich eigentlich auch hier mit in den Laptop rein, weil dann hat man hier so mal so eine Trennung. Das heißt, wenn ich hier noch irgendwie irgendwelche Zettel oder irgendwas dazwischen habe, habe ich hier nochmal so eine Abtrennung, nicht direkt am Laptop, vielleicht in dieser Hülle. Versteht ihr, wie ich das meine? Dass man hier nochmal innerhalb dieses Faches nochmal eine Abtrennung hat. Hier drinnen hat man ja dann sonst auch noch super viele kleine Fächer. Da mache ich eigentlich nicht so viel rein. Außer in diesem hier, wo man schnell an irgendwas reinkommt, schmeiße ich hier so Lippenzeugs rein, vielleicht so eine Creme, dann Kontaktlinsenlösung, wenn ich Kontaktlinsen anhabe. Und dann ganz wichtig natürlich ist eine Powerbank für die Uni, auch wenn es an der Uni in den ganzen Räumen Steckdosen gibt. Man sitzt ja nicht immer an der Steckdose.
Steckdose immer mal ein Powerbank mitnehmen. Gucken, dass sie auch geladen ist. Meistens stecke ich dann nie das Kabel auch schon direkt in diese Tasche, dann ist alles an einem Fleck. Ich stecke die Powerbank immer in dieses Netz hier, das ist nochmal hier drunter. Und auch das Ladekabel für den Laptop stecke ich auch in dieses Fach, weil dann kann ich hier meine Wasserflasche reinstellen und hier mein Brillenetui. Und ich weiß, dass diese Sachen, die hier wichtig sind, Elektronik, die rutschen dann nicht noch hin und her, sondern sind einfach nur fest an dieser hinteren Seite. Was habe ich eigentlich in meinem Brillenetui? Also normalerweise trage ich zur Uni keine Kontaktlinsen, weil man dann zu sehr auf dem Bildschirm starrt und irgendwann trocknen dann die Augen aus. Deswegen trage ich eigentlich eine Brille. Trotzdem habe ich aber einen Brillenetui dabei, weil in dem Brillenetui einige Sachen von mir sind. Zum Beispiel habe ich hier einen Stift, ein Brillentuch, einige Speicherkarten und USB-Sticks und ein Haargummi. Also kleine Knickknacks, die ich vielleicht mal brauche. Und eigentlich benutze ich das Brillenetui wie eine Federmappe. Das habe ich dann hier drin. Dann habe ich meistens immer eine kleine Haarbürste dabei, um meine Haare zu fixen oder um mich selbst zu betrachten. Das stecke ich in dieses kleine Fach. Und dann habe ich auch noch Kopfhörer dabei. Die stecke ich eigentlich auch in dieses Brillenetui. Und dann habe ich meine Mensakarte und auch noch eine Schlüsselkarte, die ich für die Arbeit brauche. Die stecke ich in diesen Reißverschluss hier. So, und in dieses Fach hier mit Reißverschluss stecke ich auch mein Portemonnaie rein. Denn wenn das hier drin ist, habe ich das Gefühl, Leute kommen zu schnell dran, wenn die vielleicht meine Tasche aufmachen. Oder wenn ich zum Beispiel vergesse, dass ich meine Tasche zugemacht habe, dann habe ich das Gefühl, dass hier könnte hier viel zu schnell rausfallen. Deswegen stecke ich das mal hier rein, wo man einen Reißverschluss hat. Zack. Ja, und wenn ich halt noch was zu essen mitbringe, habe ich natürlich hier auch einen Platz. Und ich weiß, dass meine Elektroniksachen immer noch gut geschützt sind. So viel dazu. Dann mache ich das Hauptfach hier zu. Zusätzlich gibt es natürlich noch diese Schnallen, wo man ja sein Board noch dranhängen kann. Hier hat man auch nochmal Platz für den Schwanz von dem Pennyboard. Da steckt man das auch hier rein und dann hält man mit diesen Gurten das Board fest. So, aber weil ich das Board eigentlich nie mitnehme, brauche ich das Ganze nicht. Was ich aber gerne tue, ist Jacke zum Beispiel hier zwischenklemmen. Das ist immer ganz praktisch. So, dann hat man hier vorne noch so ein Vorderfach, was man auch nochmal so aufmachen kann. Man hat da drinnen auch nochmal super viele kleine Fächer, wo man Sachen reintun kann. Hier tue ich eigentlich immer meinen Schlüssel direkt hier rein, einfach so, zack. Und dann nehme ich meistens auch nochmal so einen Jutebeutel mit. Denn man weiß nie, ob man in der Uni vielleicht Bücher ausleihen muss oder vielleicht nach der Uni mal kurz einkaufen geht. Den stecke ich dann meistens auch nochmal hier in dieses Hauptfach einfach rein. Und dann in diesem, nicht Hauptfach, aber in diesem Vorderfach. Und in diesem Vorderfach hat man auch nochmal so eine hintere Ecke. Und da stecke ich dann immer diesen Beutel rein. Und dieser Beutel ist wichtig für Mädchenkrams. Und dann stecke ich das hier rein. Da habe ich dann meine Mädchensachen. Und weil mein Schlüssel auf der Seite ist und ich, wenn ich nach Hause gehe, meinen Rucksack trage, kann ich den einfach ganz leicht hier so von der Seite aufmachen und hier den Schlüssel ganz schön rausziehen. Zacki bumpengi. So packe ich meistens meinen Rucksack und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Aber im Großen und Ganzen ist das ein sehr praktischer Rucksack, in dem viel reinpasst. Und so sieht das Ganze aus. Tadang! Meile hat es dir gefallen. Yes! So, das war mein Setup gerade. Und jetzt sind wir wieder im Vlog-Modus. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Video gefallen zu dem Back to School oder What's in my Backpack für Universität gefallen. Wenn mir so ist, gebt dem Ganzen doch einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal natürlich für weitere Videos von mir. Momentan bin ich ein bisschen am Überlegen, was ich so machen kann auf meinem Kanal. Inspired by Videos gibt es momentan eher nicht, denn die Musikvideos inspirieren mich gerade nicht so sehr in dieser K-Pop-Szene. Deshalb, wenn ihr Ideen habt oder wenn ihr irgendwas habt, was ihr von mir sehen wollt, dann gerne in die Kommentare damit. Ich hoffe, ich sehe euch dann ganz bald in meinem nächsten Video wieder. Tschüss! Folgt mir auf Instagram, Coconatra, oder auch auf Twitter, oder auch auf Facebook. Anywhere. Bye! Toodlies! Tschüss!